So, hallo und willkommen bei einem weiteren World of Warcraft News Rückblick und unser zentrales Thema ist natürlich der Patch 5.4, welcher am 11.09. erscheint und mit ihm die gesamten Änderungen aller Klassen. Dazu gleich ein paar Worte, also wir zeigen euch, was sich hier geändert hat, dann der Nudelwagen, das D16 Set und ein kleiner Ausblick auf die kommende Erweiterung The Dark Below. Ob es das sein wird, ob es nur ein Projektname ist oder alles nun Fake, das erfahrt ihr nun jetzt bei uns. So, und nun starten wir direkt mit dem wichtigsten Thema, mit 5.4 den Klassenguides, und hier werfen wir einen Blick auf die DPS-Liste, welche bei uns im Forum ist und durch Sinkcraft erstellt wird. Also hier seht ihr dann auf einen Blick, wie viel Schaden ungefähr eure Klasse machen sollte mit Patch 5.4 und wie ihr am besten zu diesem Schaden kommt. Dafür braucht ihr natürlich eine sogenannte Bissliste. Hier behandelt es sich um die bestmöglichen Items, die ihr bekommen könnt und welcher Boss diese droppt. Das Ganze natürlich unter dem Aspekt der sogenannten Werteverteilung, also welche Stat für eure Klasse am besten geeignet ist. Das haben wir bei unseren Klassenguides alles aktualisiert. Und noch ein kleines nettes Feature sind die sogenannten Haste Caps. Wir befinden uns jetzt hier im Endcontent von Mist of Pandaria und hier kann man sehr viele Werte stacken. Und hier seht ihr in unserer Tabelle, wie viel Haste ihr benötigt, um einen weiteren Dottig oder Hottig zu erhalten. Und damit ihr nicht den Überblick bei diesen ganzen Neuigkeiten und News von dem gesamten Patch 5.4 verliert, haben wir für euch jede Klasse nochmal einzeln in einer Klassen-News zusammengefasst, wo in einer kleinen Tabelle für jede Spezialisierung die eintreffenden Änderungen mit 5.4 sehen könnt. Also welche Fähigkeiten geändert wurde, was mehr Schaden. Ein weiteres sehr nettes Feature, welches mit 5.4 auf den Live-Servern kommt, ist der sogenannte Nudelwagen. Und zwar könnt ihr hier, nachdem ihr einige Voraufgaben, also Questreihen und so weiter erfüllt habt, Mats eintauschen und erhält dafür mehr Materialien heraus. Und wie das Ganze funktioniert, also wie das ganz genau funktioniert, erfahrt ihr natürlich. So, und dann geht es auch direkt weiter mit dem neuen Battle.net Launcher. Also mit 5.4 werdet ihr den wohl oder übel runterladen müssen. Der befindet sich jetzt zwar noch in der Beta, aber die wird ja auch bald verlassen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie Steam. Also ihr seht hier links eure installierten Spiele. Und in der Mitte eben mit einem Play-Button könnt ihr diese direkt starten. Ihr seht auch immer gleich, welche eurer Freunde online sind und was es sonst Neues gibt. Oder ob es irgendwelche technischen Differenzen oder sonstiges gibt, werdet ihr in dem Launcher direkt. So, und weiter geht's direkt mit den neuen T16-Sets. Und hier gleich mal ein paar Anmerkungen, wo ihr die 5 Tokens bekommt. Also den Kopf gibt es bei Tok, die Schulter beim Russschmied, die Brust bei Schar des Stolzes, die Beine bei die Getreuen der Klaxi und die Hände bei General Nazgrim. Egal welche Klasse ihr jetzt spielt, jeweils bei den Bossen kann eines eurer Tokens droppen. Und auch auf jeden Schwierigkeitsgrad, also egal ob ihr jetzt normal drin seid, heroisch oder sonstiges, es wird nur die Qualität des Tokens besser und damit ändert sich dann auch die Farbe des Sets. Also die Sets schauen für die Klassen immer sehr ähnlich aus, sie werden nur, je besser die Sets werden, also je höheres Item-Level sie haben, werden sie anders eingefärbt. Die Sets sind natürlich in unseren Bisslisten mit eingebaut und zwar haben wir direkt alle 5 Teile übernommen, denn solltet ihr einen dieser 5 Teile austauschen wollen, ist das kein Problem und behaltet trotzdem den Set-Boni. Und ihr wisst ja nicht am Anfang, welches Item jetzt wirklich droppen wird und welchen Set-Boni ihr danach dann praktisch, also welches Item vom Set ihr danach austauschen könnt, um trotzdem die Boni zu erhalten. Generell ist es immer zu empfehlen, die Set-Bonis zu behalten, da sie prinzipiell immer einen gewissen Damage-Boost oder Heal-Boost geben. Und jetzt am Ende, also nach dem T16-Set, wie versprochen, der Ausblick auf die möglicherweise The Dark Below. Also worum geht es hier überhaupt? Also Blizzard hatte hier einen Projektnamen angemeldet, das Patent dafür, hat es aber auch wieder zurückgezogen und jetzt wird natürlich heiß darum spekuliert, ob es der neue offizielle Erweiterungsnamen wird oder nicht.
Aber wir bleiben wir für euch am Ball und wir hoffen, dass es in der nächsten Zeit, also spätestens bei der BlizzCon, weitere Informationen dazu geben wird. Wir hoffen, der News-Rückblick hat euch weitergeholfen. Sollte es irgendwelche Fragen geben, so stellt diese bitte einfach in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal.